Aber die Frage der Abhängigkeiten von den Netzwerken ist, ob sie Karriere verdanken. Wenn du die westlichen Politiker anguckst, die verdanken ihre Karriere den Netzwerken. Eine Baerbock wäre ohne die Unterstützung eines Klaus Schwab und seines Young Leaders Programms nicht dahin gekommen, wo sie ist. Und das gilt für ganz, ganz viele. Es ist also, wir haben ja ein dichtes Netz von westlichen Spitzenpolitikern bis hin zu Regierungschefs, die eben die Programme des Westens durchlaufen haben. Das ist heute vor allem das Weltwirtschaftsforum mit seinem Young Global Leaders Programm. Das sind aber auch transatlantische Ja, ich Thinktanks habe mit noch was Stipendien. zu vermelden. Mein neues Buch ist raus, endlich mit Aktien Geld verdienen. Da haben Sie 40 Jahre Börsenerfahrung, 25 Jahre Kapitalmarktinformation, 15 Jahre Fondsmanagement. All diese Erfahrungen sind drin und vor allem erläutere ich die Königsanalyse, meine Methode, Top-Aktien auszuwählen. Denn bei Aktien kommt es genauso wie bei Immobilien nicht nur auf den Preis an, sondern auf die Qualität. Die Qualität ist erstmal viel wichtiger, erst dann schauen wir uns den Preis an. In diesem Buch gibt es viele Beispiele. Ich hoffe, es liest sich spannend und flüssig. Und es ist auf Anhieb auf Platz 18 der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Eine schöne Bestätigung. Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview. Mein heutiger Gast ist mir aus St. Petersburg zugeschaltet. Er ist Journalist, er betreibt den Blog Antispiegel und er ist Buchautor und hat jetzt gerade ein neues Werk mit dem Titel Das Ukraine-Kartell veröffentlicht. Ich begrüße ganz herzlich Thomas Röper. Hallo Thomas. Mahlzeit. Thomas, bevor wir über dein Buch reden, du warst mit Alina Lipp direkt an der Front. Was hast du dort erlebt? Ich denke, das war nicht ganz ungefährlich und doch auch für dich aufregend. Also ja, das war interessant. Wir waren 90 Meter von den Ukrainern weg. War einfach, ist nicht das erste Mal. Ich war jetzt, weiß ich, schon 10, 12 Mal da drüben und Alina auch. Für uns ist eher interessant schon, wie sich das entwickelt, die Stimmung und so weiter vor Ort. Also ich meine, das andere haben wir gesehen. Man gewöhnt sich leider an alles. Okay, kommen wir mal auf dein Buch zu sprechen. Es ist ein Buch, was mich ja richtig mitgerissen hat in der Form, dass es fast ja wie ein Krimi geschrieben ist. Also wenn es kein Sachbuch gewesen wäre und ich hätte es blind gelesen, hätte ich gedacht, das ist eine fiktive Geschichte. Ja, das Buch beginnt mit der Familie Biden. Du hast das Kapitel genannt, eine schrecklich nette Familie, und beschreibst dort, wie Joe Biden zum Millionär geworden ist, weil im Gegensatz zu Donald Trump war er nie Unternehmer, hat also sein Einkommen ausschließlich als Politiker bezogen. Ja, kannst du das kurz mal umreißen und auch, was du im Buch geschrieben hast, auf seine Familie eingehen? Und damit meine ich nicht nur Hunter, sondern auch seine Brüder. Also der Punkt ist, ich habe das mir nicht ausgedacht. Hier gibt es ja genug Veröffentlichungen in den USA drüber. Und Biden hat immer erzählt und ganz stolz erzählt, er wäre Mittelstand Joe, der also nur vom Abgeordnetengehalt lebt, immer mit dem Zug von Delaware nach Washington fährt und so. Es zieht sich seit Beginn seiner Karriere, politischen Karriere durch seinen Lebenslauf, dass er immer seine Verwandten hat verdienen lassen. Also gleich zu Beginn hat sein Bruder einen Nachtclub aufgemacht und sich von Banken zu Vorzugskonditionen Kredite geben lassen. Und als er Zahlungsschwierigkeiten hatte, hat Joe Biden die Banken angeblafft, warum sie seinen Bruder anmachen. Und das zieht sich eben weiter. Später war es dann das klassische Geschäft. Man nimmt einen Bruder, einen Sohn, lässt ihn Berater werden bei irgendwem, da kriegt er viel Geld. Und parallel dazu, so ein Zufall, lobbyiert Biden genau die Gesetze, die haben wollen. Das war bei Hunter so. Der war Alkoholiker, Koks und gerade fertig studiert und hat also schon Jobs gehabt als Berater von Banken, weil er so toll und so intelligent ist. In Wirklichkeit, weil Joe Biden sich um das Konkursrecht der Banken bemüht hat, im Sinne der Banken. Also das zieht sich wie ein roter Faden durch. Da gibt es ganz viele Beispiele. Das hat Biden also immer so gemacht. Und das wissen wir ja inzwischen auch von dem berühmten Laptop from Hell, den Hunter Biden im Drogenrausch beim Reparaturservice abgegeben und vergessen hat. Da gibt es reichlich Chatnachrichten, E-Mails und so weiter, in denen sehr offen gesprochen wird über den Big Guy, was eben Joe Biden ist, der bei jedem Geschäft abgreift. Das ist, ja, das ist, zieht sich wirklich ein roter Faden. Und wie gesagt, das sind Veröffentlichungen, die findet man auch kaum noch im Netz. Das sind die uralte Sachen aus den 70ern teilweise noch. Aber man muss suchen, man findet's. Du hast den Laptop aus der Hölle angesprochen.
Das, was bisher veröffentlicht wurde, was auf diesem Laptop zu sehen ist, und damit spreche ich an, dass da Hunter Biden mit Minderjährigen beim Sex gefilmt wurde und ganz viele Sachen, die belegen, dass Joe Biden halt korrupt ist. Und trotz allem wird das nicht veröffentlicht. Wie wird das gesteuert, deiner Meinung nach? Ja gut, das zieht sich ja roter Faden durchs Buch. Die Medien unterstützen die Demokraten, also spätestens seit Trump und das FBI etc. auch. Also ich meine, wir kennen es von den Twitter-Files, wo die Korrespondenz veröffentlicht wurde, wie das FBI auf Twitter eingewirkt hat, welche Informationen und welche User und welche Narrative bitte gelöscht werden müssen. Wir wissen es aus dem Interview von Mark Zuckerberg, wo er später erzählt hat, dass das FBI gesagt hat, na, den Laptop mal auf Facebook blockieren, weil also die ganze Laptop-Geschichte, weil das wäre alles russische Desinformation. Das FBI zu Facebook gesagt hat Zuckerberg erzählt. Das FBI wusste aber, dass der Laptop echt ist. Die hatten ihn ein gutes halbes Jahr schon im Schrank. Die wussten das alles und haben bewusst unterstützt. Und das Gleiche gilt für die, ja, ich sag mal, in Deutschland Mainstream-Medien und in den USA liberalen Medien, die verstecken die Themen. Dabei wäre es ja furchtbar einfach. Also ich meine, ich habe ja Inside Corona mal geschrieben mit einem Kollegen, der IT kennt, und der hat sich die ganze Festplatte vom Laptop runtergezogen. Und wir haben dann mal mit Suchbegriffen die 128.000 E-Mails durchgearbeitet. Das war lustig. Also von daher, das ist alles, und das ist ja echt. Also New York Times und CNBC war das, glaube ich. Die haben sogar extra IT-Firmen angeheuert, um zu gucken, ist das manipuliert. Es ist alles echt. So, und dann, ja, das kann man nicht erzählen. Wenn man es erzählen würde, müsste man die ganzen Joe Biden-Clan und wahrscheinlich auch einen ganzen Haufen FBI-Beamte etc. verhaften, weil das ist, was die gemacht haben, ist hoch illegal. Aber wie gesagt, es funktioniert, es wird verschwiegen. Ja, es ist schwer zu bestreiten. Aus dem Grund wird es verschwiegen. Das ist ja das Interessante. Also wenn sie was nicht verschweigen können, nicht bestreiten können, wird es verschwiegen. Und alle spielen mit. Ja. Alle spielen mit. Funktioniert Ja, wunderbar. kommen wir mal auf die Rolle von Joe Biden in der Ukraine zu sprechen. Er ist von Obama ja eingesetzt worden als quasi Sonderbeauftragter der Ukraine. Welche Rolle hatte Joe Biden in der Ukraine? Ja, also offiziell sollte er nach dem Maidan für die Einführung von Demokratie und Bekämpfung von Korruption sorgen. Das ist ja das offizielle Narrativ. Tatsächlich ging es um die Festigung der Macht der USA in der Ukraine. Also er hat ganz konkret, das wissen wir aus Telefonaten, die sind ja im Netz. Ich hab sie nochmal gefunden, ich werde sie demnächst veröffentlichen, nochmal getrennt. Aber es gab ja abgehörte Telefonate zwischen Biden und Poroschenko aus der Zeit. Und die haben da ganz offen über das gesprochen, was sie machen. Und Biden, da kann man also ganz klar hören, wie Poroschenko sich beschwert, wenn irgendwelche Parteien in der Ukraine nicht mitziehen bei gewollten Geschichten. Und er sich bei Biden beschwert, Mensch, Kinder, ihr finanziert die, jetzt zieht man das Geld weg, dass die endlich machen, was wir wollen. Und Biden so, ja, okay, alles in Ordnung. Also das heißt, Biden hat sich konkret die komplette Kontrolle über die Ukraine aufgebaut. Er hat die Parteien finanziert. Er hat Poroschenko sowieso in der Hand gehabt. Er hatte Jatsenjuk in der Hand, das war ja eh von US-Gnaden. Wir erinnern uns an Victoria Nuland und das Fuck the EU-Telefonat. Da ging es ja darum, dass die USA Jatsenjuk wollten, die EU wollte Klitschko. Und da hat Nuland gesagt, ja, scheiß auf die EU, also fuck the EU. Wir nehmen Jatsenjuk als Premierminister. Dann gab es noch die ganzen anderen Geschichten. Also man musste natürlich die Staatsanwaltschaft kontrollieren, das haben sie gemacht, indem sie sich zahme Staatsanwälte eingesetzt haben. Es wurden extra Behörden geschaffen unter dem Vorwand Kampf gegen Korruption, zum Beispiel das NABU, das Nationale Antikorruptionsbüro Ukraine, das war eine Idee von Biden. Der Direktor vom NABU, Sitnik, ist verurteilt rechtskräftig wegen Korruption, der Mann hat also Berufserfahrung in der Korruptionsbekämpfung. Und das Büro wurde geleitet direkt und direkt von der US-Botschaft. Also das heißt, das lief dann, da gab es auch Gesetze. Also wenn du in der Ukraine jetzt jemand bist, der nicht gehorsam ist gegenüber dem, was Poroschenko oder die Bidens wollten, die USA wollten, dann kam einer vorbei und sagt, pass mal auf, also das würdest du jetzt machen. Und dann sagt er, will ich nicht. Und dann sagst du, kein Problem, morgen klingelt das NABU. Und das NABU konnte klingeln und bei Korruptionsverdacht schon Eigentum beschlagnahmen. Also das war eine ganz, ganz geschickte Sache. Und das wurde dann auch gerne an manipulierten Auktionen verkauft. Also es ist irgendwann hat es dann billig bekommen. Das sind Sachen, das wurde an sehr vielen Drähten wurde da gespielt und die Ukraine über ganz viele feine Drähte unter Kontrolle genommen. Und das war die Aufgabe von Biden. Ja, Thomas. Also der Sinn vom NABU war, dass Biden sagte, ja, die Staatsanwaltschaft, die ist ja auch korrupt,
Die darf dann also schwere Korruptionsfälle nicht untersuchen und dafür machen wir eine extra Strafverfolgungsbehörde, das ist das NABU. Also es ging darum, Korruption bei hohen Tieren zu verfolgen. So, damit hat er natürlich die hohen Tiere unter Kontrolle gehabt und das Ganze bei der Staatsanwaltschaft abgezogen, unter anderem auch um Boris mal zu schützen, aber da kommst du ja noch drauf. Wenn wir uns das anschauen, also man spricht über die Korruption, wie laufen diese Geschäfte genau? Also wo wird das Geld da aus der Ukraine abgezogen? Mit welchen Geschäften, mit welcher Form von Geschäften? Man hört da ja auch von Kinderhandel, von Organentnahmen und all solche Geschichten. Man weiß nie, ist das wahr? Ist das Verschwörungstheorie? Ist das, ja, wie du auch schon gesagt hast, russische Desinformation oder was ist da dran? Na, also dran ist was, aber das ist ein anderes Thema. Also ich weiß, dass die Sachen gibt. Ich habe vor Ort genug gesehen und gehört, aber was ich nicht weiß und was auch noch keiner weiß, aber da suchen alle, ist, wie es funktioniert. Also man weiß, dass Kinder verschwinden, man weiß, dass Organe entnommen werden bei schwer verletzten oder toten ukrainischen Soldaten. Das weiß man alles. Es gibt im Darknet Preislisten, wo du weißt, was du für eine Leber bezahlen musst. Das gibt's alles. Die spannende Frage ist, wer die Hand drüber hält, und das weiß im Augenblick niemand. Also irgendwer verdient da gutes Geld. Und das muss in Europa sein, weil die Kunden für diese Geschäfte sind ja im Westen. Also, und da muss irgendwer ganz, ganz fest die Augen zu drücken. Aber wie gesagt, da will ich jetzt nicht rein in das Thema, weil dazu, ich weiß, dass es passiert, aber ich weiß nicht, wie es läuft. Also es weiß keiner bisher. Das suchen wir. Du berufst dich in deinem Buch oft auf Alexander Onischenko. Onischenko war die rechte Hand von Poroschenko und ist dann verfolgt worden wegen Korruption. Was hat es mit diesem Mann auf sich? Du hast ihn auch interviewen können 2020. Ja, mehrmals sogar. Wir haben uns auch ein paar Mal getroffen. Also, Onischenko ist, ja, war auch Oligarch in der Ukraine. Der war ein paar hundert Millionen schwer. Auch irgendwie im Gasgeschäft. War zunächst beim Maidan auf der Seite von Klitschko, hat dann später die Seiten gewechselt zu Poroschenko. So. War also immer ein Player in der Ukraine, so in der zweiten, dritten Reihe. Und der war dann, als Poroschenko Präsident wurde, dessen rechte Hand, also so der Mann fürs Grobe. Und da gibt es auch ein Buch, kann ich empfehlen. Peter der Fünfte gibt es auch in Deutsch, auf Deutsch. Das hat Onischenko geschrieben. Da hat er sehr offen über seine Rolle berichtet, was da passiert ist. Er erzählt, wie er mit einem Koffer mit Millionen durchs Parlament gelaufen ist, um die Abgeordneten zu bestechen, damit sie wie nötig abstimmen. Und all solche Geschichten. Also, das hat er alles auch schon mal geschrieben, aber es kennt kaum einer. Also das heißt, Onischenko war auch jetzt keiner, der sich selbst reinwaschen wollte oder sonst was. Der hat sehr offen das erzählt, was er da auch selbst gemacht hat. Hat seine Rolle also nicht schön geredet. Der hat sich dann 2016, 15, 16 mit Poroschenko langsam zerstritten. Das ging da um die Regierungskrise, wo Poroschenko wollte, dass Onischenko ganz viele Leute unter Druck setzt und irgendwie eine neue Koalition schmiedet. Und Onischenko hat mir das so erklärt, er sagt, das war der Punkt, wo ich raus musste, weil was Poroschenko wollte, wäre, dass ich mich mit allen in der Ukraine zerstritten hätte. Aber es gibt auch noch einen Morgen. Dann wäre ich, also er sagte, da war die Grenze. Und darum ist er dann bei Poroschenko ausgeschieden, war noch kurz ein bisschen auf der Seite von Julia Timoschenko, wie ich das verstehe. Aber musste dann weg, weil dann Poroschenko eben versucht hat, ihn unter welchen auch immer Vorwänden zu verhaften. Und dann ist er aus der Ukraine geflohen. Und ist nach Spanien gegangen. Und in Spanien hat er Asyl bekommen. Und da Ja, geht also dann. er ist zuerst nach London. Ja. Da hat er die ersten Treffen mit dem FBI gehabt. Dann wurde gesagt, Spanien, haben die Spanier Interesse gehabt an seinem Wissen, haben ihm Asyl gegeben für sein Wissen im Austausch. Und später musste er aber Spanien verlassen und lebt heute in Deutschland. Und ja, es ging um, er hatte was mitgenommen, hast du beschrieben. Er hatte also einen Koffer voller Informationen, brisante Informationen. Und er ist dann auch in die USA eingeladen worden. Aber nicht Wie? hingekommen. Er war nicht hingekommen, ja. Ja, also er hatte Lebensversicherung. Das ist ja in der Ukraine üblich. Wir sind ja aktuell gerade am Biden-Skandal. Das ist jetzt gerade in den USA rausgekommen, dass auch der Besitzer von Burisma, von dieser Gasfirma, Telefone, also Gespräche mitgeschnitten hat. Das ist in der Ukraine anscheinend gang und gäbe, dass sie alle ständig irgendwas heimlich mitschneiden als Lebensversicherung. Und Onischenko hatte mitgenommen aus dem Präsidialamt von Poroschenko einen ganzen Haufen Unterlagen. Und zwar hat er das so erklärt, also die Beamten im Präsidialamt verdienen wenig Geld. Und das ist in der Ukraine üblich, dass der Präsident aus eigener Tasche denen das Gehalt aufbessert. Poroschenko soll aber unglaublich geizig sein, hat das nicht gemacht. Und damit war es für Onischenko ein leichtes, das zu übernehmen und sich loyale Leute zu verschaffen.
Und die haben ihn versorgt mit Telefonmitschnitten des Präsidenten, mit Unterlagen, Bankkonten, Verträgen, bla bla blub. Also alles so was, was man eigentlich nicht kriegt, aber was dann eben relativ leicht zu bekommen war. Alles belastend für Poroschenko und für viele andere, auch für Biden. So, mit diesem Koffer ist Onischenko dann weggelaufen. Und in der Ukraine, als er aus der Ukraine nach London gekommen ist, kam das FBI vorbei, hat sich mit ihm unterhalten, fand das alles furchtbar spannend, was er da hatte. Dann sind die nach Washington zurückgeflogen und waren nicht mehr gesehen. Weil dann hat ein Herr Biden gesagt, nee, Moment, da nicht reingucken. Weil der war Vizepräsident und da war viel über ihn drin. So, auf jeden Fall, aber dann ist Onischenko eben nach Spanien gegangen, weil die sich in Spanien interessiert haben für Immobiliengeschäfte von Präsident Poroschenko aus seiner Zeit vor der Präsidentschaft, wo er wohl Geldwäsche, also Schwarzgeld irgendwie gewaschen und dann in spanische Immobilien investiert hat. Da hat Onischenko ausgepackt und im Gegenzug kriegte er Asyl. Und dann kam später eine Episode, wo Poroschenko nach Spanien kam und den Spaniern anbot, ich kaufe für 1 Milliarde ausgemusterte Waffen bei euch weg, dass ihr die nicht mehr im Lager habt, und dafür kriege ich Onischenko. Und ob der Deal zustande gekommen ist, weiß ich nicht, aber Onischenko wurde gewarnt und gesagt, wir können deinen Aufenthalt nicht verlängern, siehst du, dass du Land gewinnst, und so ist er in Deutschland gelandet. Joe Biden, da gibt es im Netz immer wieder ja so Vermutungen, Verschwörungstheorien, dass er nicht mehr der alte Joe Biden ist, sondern dass er irgendwie ausgetauscht wurde. Da werden dann sein Gesicht von früher und heute verglichen und dann ist da auf einmal das Ohrläppchen ein bisschen länger als früher und so weiter. Was hältst du von dieser Das Theorie? halte ich für regelmäßigen Blödsinn. Da hätten sie einen hingesetzt, der jetzt ein bisschen geistig auf der Höhe ist. Also ich bin bei solchen Geschichten immer sehr skeptisch. Das ist, da wird viel Kaffeesatzleserei betrieben. Ist unglaublich toll, macht Klickzahlen, aber ja. Okay. Also es muss ja, das Problem ist, du musst ja einen finden, der es dann irgendwie kann, und sich einen auszusuchen, der hochdement ist. Ich meine, da brauchst du keinen Doppeldegänger für, den hast du ja im Original. Ja, es ist ja, er kann einem ja fast leid tun, wenn man ihn beobachtet, wie er auf den Bühnen rumturnt und dann auch mal runterfällt oder hinfällt, die Rolltreppe eines Flugzeuges ja hochfällt, auf die Knie fällt. Wer steht denn hinter Joe Biden? Gibt es da noch jemanden dahinter oder ist er Ja, nur so eine natürlich. Strohpuppe? Ja, natürlich. Also Biden hängt an den Leuten, wie gesagt, er selbst ist ja nun nicht der Mann, der die Macht hätte, das FBI zu lenken. Also das heißt, da steht, also die USA, man nennt das Deep State, das ist eine ganz böse Verschwörungstheorie. Und wir haben es bei Trump hier in Aktion gesehen. Das FBI hat Verbrechen von Biden, ich sage jetzt mal ganz hochkorrekt, ausgesprochen deutliche Hinweise auf schwere Verbrechen von Biden und seiner Familie hat das FBI gedeckt, anstatt zu ermitteln. Und als die Sachen rauskamen, noch behauptet, das wäre alles gelogen, obwohl es wahr ist, was das FBI wusste, und auf diese Weise gegen Trump gearbeitet. Das heißt, es gibt einen bürokratischen Apparat, wohl auch in jedem Staat. Jeder Staat hat sein System. Das kann ich jetzt gut oder schlecht finden, das kann demokratisch, diktatorisch, ist egal. Aber jeder Staat hat sein System und auch die Beamten kommen aus dem System. Das heißt, es ist dann relativ einfach, in diesem System Leute zu finden, die gegen einen Präsidenten wie zum Beispiel Trump, den man gut oder schlecht finden kann, aber die dann gegen ihn arbeiten und ihn sabotieren. Und auf der anderen Seite die auch einen anderen unterstützen. Also die Geschichte mit dem Whistleblower war so ein klassisches Ding, da kommen wir vielleicht noch hin, wo man sieht, du findest im Apparat Leute, die helfen. So, das ist die Frage, wer macht da jetzt, weil man weiß, wie in den USA die Drehtüren funktionieren zwischen Behörden und gewissen Milliardärskreisen. Gates Foundation, Rockefeller Foundation, Ford Foundation, Soros und so weiter. Die sind ja laufend Leute, die von den Stiftungen in die Behörden wieder zurückgehen. So, wo hängt denn der Futtertopf? Ja, also das heißt, da kann man schon relativ klar sehen. Da kannst du keine Personen nennen. Du kannst es bestenfalls auf bestimmte Kreise eingrenzen, die aber alle ein Interesse daran hatten, dass es Biden ist und nicht Trump. Wenn wir Trump und Putin betrachten und dann die andere Seite mit Biden, mit den Bidens, mit den Obamas, mit den Gates und so weiter, da sagen manche, die arbeiten alle zusammen. Das gehört alles zusammen. Das ist einfach nur ein Riesenschauspiel. Ja, wenn ich da zum Beispiel an Ernst Wolf denke, ne? Er sagt, das ist Also alles. ich dachte, wir wollen über das Buch reden. Okay, ich mache das Ding kurz. Weil das hat mit dem Buch nichts zu tun, was du jetzt fragst. Ich finde die Frage ist spannend. Ich weiß, viele wollen es wissen. Ich habe darüber 80 Mal gesprochen. Der Punkt ist, und da sind Herr Wolf und ich unterschiedlicher Meinung, und da soll auch jeder seinen Kaffee trinken, wie er will. Aus meiner Arbeit an Inside Corona habe ich festgestellt, wie die Netzwerke funktionieren. Und da ist der Trick folgender. Die Frage ist nicht, sitzt jemand irgendwo? Sitzt ein Chinese beim Weltwirtschaftsforum? Das ist völlig uninteressant.
Die Frage ist erstens, verdankt der Chinese dem Weltwirtschaftsforum seine Karriere? Ist die erste Frage. Und die zweite Frage, an wie vielen Schlüsselpositionen sitzt er? Das sind die beiden interessanten Fragen. Dass sich jemand mit an den Tisch setzt, weil er zuhört, ich würde auch hingehen, wenn die mich einladen, das ist ja interessant. Aber die Frage der Abhängigkeiten von den Netzwerken ist, ob sie Karriere verdanken. Wenn du die westlichen Politiker anguckst, die verdanken ihre Karriere den Netzwerken. Eine Baerbock wäre ohne die Unterstützung eines Klaus Schwab und seines Young Leaders Programms nicht dahin gekommen, wo sie ist. Und das gilt für ganz, ganz viele. Es ist also, wir haben ja ein dichtes Netz von westlichen Spitzenpolitikern bis hin zu Regierungschefs, die eben die Programme des Westens durchlaufen haben. Das ist heute vor allem das Weltwirtschaftsforum mit seinem Young Global Leaders Programm. Das sind aber auch transatlantische Thinktanks mit Stipendien, Atlantikbrücke etc. Die Leute kommen in Netzwerke und wenn sie, und die wissen, was sie tun dürfen, was nicht. Wenn sie bestimmte Themen haben, fliegen sie raus. Dann ist die Karriere vorbei. So, das ist das, wie es gelenkt wird. Und der Streit, der geopolitische Streit, den wir erleben zwischen Ost und West heute, das ist also USA, Westen auf der einen Seite, China, Russland auf der anderen Seite und auch Länder wie Iran, Weißrussland, Venezuela. Der Streit ist ganz einfach. Es geht um die Länder, in denen die NGOs Macht haben. Ne? Wir denken an Corona, welche Macht hatte Bill Gates mit seiner Foundation, ja, über Gavi, Cepi und so weiter, mit seinen Impfstoffen. Welche Macht hatte Bill Gates als Privatmann? Und wir reden auf der anderen Seite von Staaten, wo die sagen, die Regierung soll die Macht haben und nicht irgendwelche Milliardäre. Ja, die Chinesen sind bekannt dafür, dass sie in den letzten Jahren immer mal wieder irgendwelche Internetmillionäre waren plötzlich weg für 2 Wochen. Danach kamen sie zurück und waren handzahm. Das heißt, das ist, und Russland, Putin hat ja was getan am Anfang. Er hat im ersten Jahr seiner Amtszeit die Oligarchen entmachtet in Russland. Kam nicht gut an, hat aber funktioniert. Das heißt, der Systemkampf, den wir haben, ist der Kampf zwischen Ländern, in denen gewisse NGOs, Stiftungen, Milliardäre über schön formulierte Worte wie Public-Private Partnership und wie man das alles nennt, Macht ausüben, politische Macht. So, gegenüber Staaten, die sagen, nein, das wollen wir nicht, bei uns macht es die Regierung. Das ist die Konfrontation, die wir haben. Leute wie Herr Wolf, den ich sehr schätze, haben diesen Teil in meinen Augen nicht verstanden, weil genau da ist die Trennlinie. Und dann kannst du, weil das die Trennlinie ist, kannst du nicht sagen, ein Putin und ein Xi Jinping sitzen zusammen mit den Oligarchen im Boot. Weil alle Projekte, kannst du reingucken, das kostet nur Zeit, kannst du reingucken, alle Projekte, die Oligarchen fördern, also die sie wollen, werden gefördert von westlichen Staaten. Da fließt kein russisches, kein chinesisches Geld rein. Das kann man alles sehen, das ist transparent. So, von daher, ja, da sind wir unterschiedlicher Meinung, soll auch so sein, das ist aber überhaupt nicht Thema des Buches. Ja. Gut, kommen wir aufs Buch zurück. Und zwar ja, im zweiten Kapitel, Machtwechsel 2014, erwähnst du das Buch von Brzezinski, und zwar das Buch Die einzige Weltmacht. Und da meine Frage zu, also Amerikas Strategie der Vorherrschaft. Meine Frage dazu ist diese ganze Ukraine-Geschichte vielleicht schon viel, viel länger geplant, als wir es wahrnehmen können? Dass dieser Plan schon viele Jahrzehnte herrscht. Ja, natürlich, es steht ja schwarz auf weiß. Das hat in den USA wurde es in den 90ern immer wieder gesagt, und Brzezinski hat es wunderschön zu Papier gebracht. Die USA haben in den 90ern quasi die unangefochtene Weltmacht Nummer 1. So, und der Gedanke war, wie bleiben wir es? Da gab es ja ganz viele Papiere, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und der Kernpunkt ist, man muss, wenn man Weltmacht bleiben will, muss man Eurasien beherrschen, also Europa und Asien. Dann, wenn man die hat, dann ist man Weltmacht. So, das kann man nicht, indem man alle Länder besetzt, aber man kann das machen, indem man sich treue Regierungen einsetzt. Ne? Brzezinski hat das mit dem alten Rom verglichen. Ne? Die schicken die Regionalgouverneur hin oder kaufen sich einen regionalen Häuptling und auf die Weise, ne, haben sie dann ihre Macht ausgedehnt, auch auf Nachbarvölker. Und so machen es die USA auch. Und die Idee war eben, wir müssen, wenn wir diese Macht behalten wollen, dann müssen wir auf jeden Fall dieses riesige Russland stört. So, das war in den 90ern schwach, aber könnte ja wieder auf die Füße kommen. Wir müssen Russland auf jeden Fall von der Ukraine trennen. Die Ukraine ist ein sehr wichtiges Land. Sie hätte eigentlich heute ein reiches Land sein können, wenn das nicht nach ihrer Unabhängigkeit komplett versaut worden wäre. Die Ukraine hatte die gesamte, das war die reichste Region der Sowjetunion. Das mag alles marode gewesen sein, aber es war da und es hat funktioniert. Es gab Schiffbau, aber komischerweise nur waren es deutsche und südkoreanische Werften, die in den 90ern die Schiffe gebaut haben, nicht ukrainische, die haben keine Aufträge gekriegt, obwohl sie gute Schiffe gebaut haben. Es war Flugzeugbau. Die ganze Flugzeugbau der Sowjetunion war praktisch in der Ukraine, Antonov und so weiter. Die Flugzeuge waren gut, die Triebwerke waren zu durstig.
Wer hätte denn jetzt daran hindern, sie hätten ja Rolls-Royce-Triebwerke unter ihre Flügel schrauben können und gesagt, so super, kauft unsere Flugzeuge. War auch nicht gewollt. Ne? Airbus, Boeing wollten das nicht. Und so weiter. Also das Atomkraft. Die Ukraine hatte die gesamte, also fast das Zentrum der sowjetischen Atomforschung war in der Ukraine. Also es waren alles Technologien, mit denen man was anfangen konnte. Da hätte man ein bisschen modernisieren können hier und da, aber es war alles arbeitsfähig. Ist alles kaputt. Die Ukraine hat enorm Rohstoffe, Kohle ohne Ende, die fruchtbarsten Böden der Welt und so weiter. Also eigentlich ein steinreiches Land, das heute auf einem Niveau von irgendwo Mittelafrika steht. Hm. Weil es komplett von seinen, und auch mit westlicher Unterstützung, wie gesagt, der Westen hatte ja kein Interesse daran. Ne? Also die haben es ja in der DDR gesehen, der Westen hatte doch kein Interesse daran, dass irgendeine DDR-Firma groß wird. Die wurden die Treuhand geknallt und dann für eine Mark verkauft. Und aufgesaugt. Und sowas auch da ist. Der Westen hatte kein Interesse daran, sich eine Konkurrenz in Osteuropa ranzuzüchten, sondern er wollte Märkte und so weiter haben. Und darum hat man im Westen sich auch sehr gefreut, dass dann schnell irgendwelche Privatisierungen kamen, wo irgendwelche Oligarchen sich den Kram unter den Nagel gerissen haben, weil mit denen kann man reden. Mhm. So, das ist in der Ukraine passiert. Das Land ist bettelarm. Und der Trick war eben, dass man sagte, die Ukraine mit ihrem potenziellen Reichtum zusammen mit Russland ist eine echte Gefahr für die Dominanz der USA auf dem eurasischen Kontinent. Deshalb muss auf jeden Fall die Spaltung zwischen Ukraine und Russland durchgezogen werden. Das ist immer die Kernthese gewesen seit den 90ern in Washington. Ja. Ich möchte gerne mal auf das Kapitel zu sprechen kommen, Merkels Gefangener. Und wir haben schon über ihn gesprochen, über Onischenko. Er ist dann auch in Deutschland verhaftet worden. Wie kam es denn dazu und was hat Merkel damit zu tun? Ja, das war lustig. Also wie gesagt, Onischenko hatte diesen ganzen Koffer mit Dokumenten dabei. Also dann kam das FBI nach London, das war 2016, hat sich's angehört, fand's toll, kam zurück nach Washington und hat beiden gesagt, das ist nicht toll, und dann war es auch nicht mehr toll. Aber FBI weg, hat sich keiner mehr gemeldet. Also obwohl, Onischenko hat mir die Unterlagen ja gezeigt, der hat ja sogar schon, da gab's ja Verhandlungen und Papiere über, er kommt in die USA, sagt aus, Immunitätsgarantie und so weiter, wurde ja alles schon gesprochen. So, aber egal, die Sache war durch. Und Trump hatte keine Ahnung von dem, was in der Ukraine passiert. Und Onischenko hatte eigentlich ein relativ ruhiges Leben dann in Europa. Poroschenko hätte ihn zwar gern gekriegt und es gab einen Auslieferungsersuch in der Ukraine. Aber in Deutschland hat das Landgericht Koblenz das Auslieferungsersuchen abgelehnt, wegen politisch motiviert. So, und damit hat er seinen Aufenthaltsstatus in Deutschland gehabt und war glücklich und zufrieden. Und dann kam der April, Mai 2019. Da hat der Staatsanwaltschaft Lutsenko in der Ukraine hat ein Interview gegeben bei The Hill. Und hat erzählt, ja, also wir kriegen da von der US-Botschaft so Down-Touch-Lists, also Listen, gegen die wir nicht ermitteln dürfen, von Leuten. Und als das bei The Hill rauskam, da hat Trump erst gemerkt, dass in der Ukraine irgendwas hinter seinem Rücken läuft. Und das war, wie gesagt, im April, Mai 19. So, und dann hat er seinen Anwalt Giuliani losgeschickt und der ist nach Europa geflogen und hat mit Leuten gesprochen, hat ermittelt. Unter anderem auch mit Onischenko. Und dann hat Onischenko seinen Koffer aufgemacht und hat gesagt, guck mal, was ich habe. Und hat Giuliani gesagt, das ist ja toll. Übrigens läuft in den USA gerade das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. So, und du, hier ist das steht, kannst ja sehen, alles Bullshit. So, jetzt machen wir Folgendes. Du kommst am 3. Dezember 2019, kommst du in die USA und trittst live im Fernsehsender One American News auf und zeigst alles, was du hast. Ja. Damit wäre das ganze Amtsenthebungsverfahren gegen Trump an die Wand gelaufen. Wenn in den USA diese Gespräche zwischen Biden und Poroschenko gezeigt worden, es wäre vorbei gewesen. Was passiert? Onischenko wird am 28. November, also 5 Tage vorher, 2 Tage vor seinem Abflug in die USA, eingeladen, doch bitte mal zur Polizei zu kommen. Da gab es eine Anzeige, die er mal erstattet hat wegen Betrug. Und dann sagt er, wir haben da ein paar Fragen. Dann kommt er zur Polizei und sagt, ja, eigentlich haben wir zu Ihrer Anzeige gar nicht so viele Fragen, aber übrigens, Sie sind verhaftet. Wegen dem Auslieferungsersuchen der Ukraine. Das ist der schon gerichtlich abgelehnt war. Also ne, schon völlig konstruiert, völlig unsinnig. Was Merkel damit zu tun hat, ist Folgendes. Im Wahlkampf Ukraine zwischen Poroschenko und Zelensky ist Poroschenko plötzlich im April, kurz vor der Wahl, nochmal nach Berlin geflogen. Gab damals auch richtig schlechte Schlagzeilen für Merkel, weil selbst die deutschen Politiker haben gesagt, das kannst du nicht machen, das ist ja Beeinflussung, jetzt nochmal schöne Bilder mit Poroschenko zu machen. Das ist Beeinflussung der Wahl da. Die haben in 3 Tagen Wahl oder wann das war. Aber der ist gekommen und was die besprochen haben, weiß keiner, gab auch keine Pressekonferenz, nichts, der war da, die haben gequatscht, der ist wieder weg. Und dann, 2 Monate später oder 3 Monate später, hat plötzlich die Staatsanwaltschaft den Haftbefehl gegen Onischenko wieder in Kraft gesetzt, aufgrund des Auslieferungsabkommens, das schon von deutschen Gerichten abgelehnt war.
Wenn man jetzt weiß, dass die das Steuern ist ja rechtlich ist das ja völliger Nonsens. Ja und nein. Du darfst nicht vergessen, wir haben in Deutschland das Gerichtsverfassungsgesetz, Paragraph 146, da steht drin, der Staatsanwalt muss die Anweisung seines Vorgesetzten umsetzen. Das ist, und der Vorgesetzte ist Paragraph 147 der Justizminister. Das heißt, wenn der Justizminister sagt, mach, dann macht er. So, dass das vor Gericht keinen Bestand hat, dass ein Richter das in der Luft zerreißt, ist eine andere Frage, aber erstmal kann der Staatsanwalt machen. Und natürlich war es Unsinn, aber egal, sie haben also im Sommer den Haftbefehl wieder aktiviert und Onischenko lebt in Deutschland, der ist Olympiateilnehmer gewesen, Springreiter, war auf Reitturnieren überall, der war also öffentliche Persönlichkeit und keiner hat ihn verhaftet. Aber 2 Tage vor dem geplanten Abflug in die USA sollte er zur Polizei kommen und da haben sie gesagt, übrigens, hier sind die Handschellen. So. Das ist eigentlich so die Geschichte. Das heißt, aus der Aussage im amerikanischen Fernsehen wurde nichts. Ja, das war wohl der Grund. Und dann, das könnte man annehmen. Ja, und dann wurde diese Untersuchungshaft, er saß ja nur in Untersuchungshaft, bis zum Ende durchgezogen. Ja, nach deutschem Recht darf man ein halbes Jahr Untersuchungshaft sein, danach ist vorbei. Und dann beschreibst du in deinem Buch eine Vermutung, weil 2 Tage, 3 Tage später ist Folgendes passiert, da kam dann die Geschichte mit George Floyd. Ach so, ja gut, das ist, ob das zusammenhängt, weiß ich nicht, aber ich finde es lustig, dass es zusammenpasst. Also irgendwie, es waren 2 Tage dazwischen, ich kriege es jetzt nicht zusammen. Auf jeden Fall, Onischenko wurde, glaube ich, am 27. Mai, glaube ich, aus der Untersuchungshaft entlassen, also genau sein halbes Jahr abgesessen, hat auch nie einen Richter zu Gesicht gekriegt, war also einfach nur ein halbes Jahr weggesperrt, damit er nicht reden kann. Und ich glaube, 2 Tage vorher ist der George Floyd erschossen worden. Also, ne, und dann, als Onischenko rauskam, jetzt kann man annehmen, ich sage es im Buch ja deutlich, das kann alles Zufall sein, aber man könnte natürlich annehmen, dass sie Onischenko, wenn der jetzt plötzlich rauskommt und reden will öffentlich, dass man davon ablenkt, ne, und dann hatten sie schon Black Lives Matter und keiner hat sich mehr für irgendwas interessiert. Also, das fiel auf 2 Tage zusammen, der Tod von George Floyd und das daraus folgende Black Lives Matter und die Haftentlassung von Onischenko. Ja, und Black Lives Matter hat ja dann vieles verändert. Ne? In Amerika brannten die Städte und kein Mensch hat mehr dahin geschaut. Ja, das war eine schöne Kombination. Wir hatten brennende Städte und wir hatten einen Biden, den sie aufgrund von Corona im Keller versteckt haben, der also nur orchestrierte Videointerviews gemacht hat, wo man also die Schnitte wirklich zählen kann, dass unglaublich oft da geschnitten wurde. Ich habe das mal geguckt, also der kriegte kein Interview gerade hin, die mussten da ständig alle, teilweise haben sie, ich habe mal in einem Video, ich glaube, 20 Schnitte in 3 Minuten gezeigt. Also das muss richtig schlecht sein. Auf jeden Fall, sie hatten Biden also versteckt, da konnte kein kritischer Journalist konnte an ihn ran. Und andererseits hatten sie Black Lives Matter für die Schlagzeilen und auf die Weise war natürlich herrlich abgelenkt von allem, was Biden eventuell an Korruption an Füßen hätten oder nicht. Hat einfach keinen interessiert. Ja. Ja, womit rechnest du? Wie geht's weiter in der Ukraine? Wie geht der Krieg weiter? Und wie geht das Ganze aus, deiner Meinung nach? Ich bin kein Kaffeesatzleser. Also ich denke, die USA wollen aus der Geschichte raus, weil das Hauptproblem der USA ist nicht Russland, sondern China. Die hatten eigentlich gedacht, sie kriegen Russland jetzt schnell kaputt, so mit Sanktionen wirtschaftlich und so ganz schnell weghauen. Und international isolieren und so, das waren ja alles die Töne im März 2022, das hat ja alles nicht geklappt. So, jetzt kostet das Ganze einen Haufen Geld und ich berichte immer über das Papier der Rand Corporation vom Januar, da hat Rand geschrieben, ja, also eigentlich müssen wir aus dem ganzen Theater raus, ist viel zu teuer, wir können nichts gewinnen. Wie es abläuft, weiß ich nicht. Also ich vermute, dass die USA in irgendeinen Weg finden, sich Ende des Jahres aus der massiven Unterstützung der Ukraine zu verabschieden, weil es wird im Wahlkampf sonst schwierig für Biden oder für generell für die Demokraten. Was danach kommt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es nicht auch unheimlich schwierig für die deutsche Politik? Was sind denn weil es sieht ja, wie soll die deutsche Politik sich verhalten? Sie haben, sie liefern Waffen, sie unterstützen die Ukraine nach wie vor. In unglaublicher Weise. Es geht, Diplomatie ist überhaupt kein Thema, dass man irgendwie versucht, zu Friedensverhandlungen zu kommen. Wie können die ihr Gesicht wahren in dieser Nummer? Das ist völlig egal, die machen das, was Washington ihnen sagt. Du kannst mir nicht erzählen, dass die deutsche Regierung spätestens unter Scholz, unter Merkel war ja schon kaum was zu sehen, aber spätestens, zeig mir doch mal, wo die deutsche Regierung eine eigene Linie hat.
Gibt's doch Ja, gar nicht. ich stimme dir dazu. Also, Ja, also von daher ist ist ja es, auch so, die ne? Frage ist Unsinn. Also ich will über die deutsche Regierung will ich gar nicht reden, weil also ich bin inzwischen wirklich so weit, dass ich mir auch die deutschen Presseerklärungen kaum noch angucke, weil ich gucke gleich nach Washington. Wenn ich sehe, was in Washington gesagt wird, weiß ich, was die Deutschen in 2 Tagen sagen. Also es ist völlig sinnfrei, sich die noch anzugucken. Also von daher, das ist ich würde mal solche, ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Also auch ganz einfach, wenn man guckt, wer älter ist, der weiß ja noch, früher gab es ja deutsche Initiativen, wenn es Krisen gab, dann war plötzlich, ne, irgendwie Verhandlungen in Bonn über Afghanistan. Irgendwie, Deutschland war ja früher mal irgendwo noch ein Krisenmanager anerkannt. Es kommt ja heute von Deutschland nichts mehr, außer Falke, außer draufhauen. Es kommt ja von Deutschland keinerlei unabhängige Initiative mehr zu irgendeinem internationalen Problem. Ist ja völlig vorbei. Ja, lass es mich anders formulieren, damit du weißt, was ich meine. Du sagtest, die USA ziehen sich oder wollen sich aus dem Ukraine-Krieg zurückziehen oder wollen da raus. So, Aus wenn der, aus das der massenhaften, sagen wir mal, aus passiert, der massenhaften Unterstützung. Es wird ihnen zu teuer. Sie wird, brauchen okay. Ressourcen gegen China. Ja, aber selbst wenn, also wenn das passiert, wie will uns dann die deutsche Regierung das verkaufen, egal was Washington dann sagt? Was sagt Washington dann? Macht ihr weiter? Lassen die Das Deutschland alleine? ist eben das, was ich auch noch nicht weiß. Also es kann sein, dass es gibt jetzt ganz viele Stimmen. Es ist schwer zu sagen. Es gibt Stimmen, die sagen, okay, pass auf. Die Europäer, also für Stimmen in den USA, ne? Gibt es Stimmen, die sagen, die Europäer sollen die Ukraine weiter unterstützen, wir konzentrieren uns auf China. So, dann könnten die Europäer weitermachen. Das ist jetzt nicht allzu ergiebig, aber sie könnten. Dann haben wir, ne, ein bisschen Zeit gewonnen. Das kann auch sein, dass die USA sagen, pass mal auf, das Ganze ist wirklich zu teuer. Kiew, du willst ab sofort Frieden. Das wird Kiew nicht wollen, aber wird wahrscheinlich sagen, pass mal auf, wenn du keinen Frieden willst, du kriegst keine Waffen, kein Geld mehr. So, mach, was du willst. Und dann kann es sein, dass Kiew nach Moskau laufen muss und sagen, wir wollen reden. So, und dann kann man das auch wunderbar verkaufen. Wir hören die Stimmen ja schon. Die sagen, ja, also Kiew soll ja selbst entscheiden, wann und zu welchen Bedingungen es bereit ist zu verhandeln. So, wenn dann in Washington gesagt wird, Kiew, du willst ab sofort, und Kiew sagt, na gut, wenn es sein muss, dann wird die offizielle Linie sein, oh, das ist alles so grausam, wir müssen ein Ende aus diesem Blutvergießen finden, wir müssen mit Moskau reden. Und dann wird sich Baerbock hinstellen, Moskau ist ganz, ganz böse, aber wenn Kiew es will. Also es gibt genug Möglichkeiten. Ich weiß es nicht, in welche Richtung es geht. Ja. Ich möchte mal auf das letzte Kapitel zu sprechen kommen und das ist übertitelt mit Twitter. Und ja, du hast beschrieben in dem Buch, wie die Internetkonzerne auf die US-Wahlen Einfluss genommen haben, indem sie halt Trump in jedweder Möglichkeit bloßgestellt haben, auch Lügen verbreitet haben. Und da komme ich auf das Steele-Dossier zu sprechen. Ja, dieser Mr. Steele, was hat er da für eine Geschichte? Es geht um die Russland-Leaks in Bezug auf Trump. Ja, hätte mit Twitter jetzt gar nicht so viel zu tun. Also ja, die Geschichte ist 2016, 2017, das war der Wahlkampf noch Clinton und Trump. Und eine Geschichte, wir erinnern uns alle, die kam so zum Jahreswechsel, war Trump ist ein russischer Agent. Moskau hat der russische Geheimdienst hat irgendwelche Schweinereien über Trump. Die haben ihn Trump in der Hand. Und dann sickerte durch, ja, der Trump wäre mal in Moskau gewesen, hätte das Hotelzimmer gebucht, wo Obama gewohnt hat. Und da hätte er dann mit irgendwelchen Prostituierten wilde Partys gefeiert, dass sie auf das Bett pinkeln lassen, wo Obama gepennt hat. Und so ganz tolle Geschichten. Kam in der Presse gut an, haben sie alle zitiert, waren alle ganz begeistert. Blöderweise war die Geschichte frei erfunden. Der Steele ist ein ehemaliger britischer Geheimagent, auch ein Informant des FBI, hat eine eigene private Geheimdienstfirma, Sicherheitsfirma. Und die US-Demokraten haben über eine Washingtoner Firma den Auftrag nach Großbritannien an die andere Firma, die wiederum an Steele weitergegeben, schreibt mal was zu Trump. Und dann hat er sich was ausgedacht, hat dafür auch Geld bekommen. Ich glaube, was waren das, 168.000? Ich weiß gar nicht. Also irgendwie hat Geld bekommen dafür. Und die ganze Geschichte kam raus. Später kam raus, die ganze Geschichte war erfunden und später mussten die Demokraten sogar eine Strafe zahlen wegen falsch deklarierter Ausgaben im Wahlkampf, weil sie Spendengelder eben über dieses Netzwerk, über diese Tarnung zweckentfremdet benutzt haben. Da haben sie, glaube ich, $100.000 Strafe zahlen müssen nach den, also, aber das wollen die deutschen Medien alles nicht wissen. Also, ne, ist wieder klar, die Geschichte war komplett erfunden, aber bis heute wird sie immer mal wieder irgendwo von irgendwelchen Kolumnisten aus der Ecke gezogen, was für Trump und Ferkel ist, weil der mal so irgendwas in Moskau gemacht haben könnte.
Es wird nicht daran erinnert, dass es gelogen ist. Es ist, wie gesagt, es war gelogen und es war gelogen auf Bestellung der Demokraten und das war so illegal, dass die Demokraten dafür sogar eine Geldstrafe zahlen mussten. Aber das erfährt man in deutschen Medien nicht. Ja, Twitter, wie schätzt du denn die Rolle ein von Elon Musk hinsichtlich ja, der Politik? Er hat ja die Twitter-Files freigegeben. Er hat darauf hingewiesen, dass die ganzen Internetkonzerne mit der CIA zusammenarbeiten. Was hältst du von Elon Musk? Der Mann hat auch Interessen. Also den würde ich jetzt nicht als den großen Kämpfer für die Meinungsfreiheit bezeichnen. Fakt ist, ich habe noch ein Kapitel drin in dem Buch, wo ich dann nochmal erkläre, dass ich die Geheimen, also die Internetkonzerne im Grunde für Filialen der oder Tochtergesellschaften der US-Geheimdienste der CIA halte. Und das passt da rein. Also kaum hat Elon Musk Twitter gekauft und hat aufgedeckt, was da läuft. Und die Twitter-Files, die echt hat, hat die wieder keiner bestritten. Ist ja lustiger, ne? Wird einfach bestritten. Wenn es so dick ist, dass man es nicht bestreiten kann, wird es verschwiegen. So, das ist so, das ist auch wieder Twitter-Files. So, und was ist passiert? Sofort hat Facebook gerade angefangen, seine Twitter-Konkurrenz rauszuhauen. Die haben jetzt eine eigene Plattform eröffnet, so eine Art Twitter-Konkurrenz. Ist wohl nicht so richtig gut, also ja, nicht so gut angekommen. Ich habe jetzt nicht gehört, dass die groß zitiert wird, dass die jetzt funktionieren würde. Aber das war eben der Versuch. Twitter ist aus der, ist ausgebrochen, ist, hat die Leine abgerissen, ist nicht mehr unter Kontrolle der US-Geheimdienste, sondern unter der Kontrolle des Oligarchen Elon Musk, der auch Interessen hat. Egal. Aber weil Twitter nicht mehr unter Kontrolle ist, muss eine Ersatzplattform her. Die hat dann ausgerechnet wieder Facebook gebastelt. Ob sie funktionieren wird, also in Sachen von Beliebtheit und so weiter, wissen wir nicht, werden wir sehen. Aber die ist dann wieder unter Kontrolle. Da stimmt dann wieder die Zensurmaßnahmen. Wenn das FBI nicht will, dass ihr vom Laptop von Hunter Biden erfahrt, erfahrt ihr davon nicht. So, das können sie bei Twitter nicht garantieren und deshalb ist Twitter böse. Das heißt nicht, dass Elon Musk gut ist. Das heißt nur, der hat eigene Interessen und hört eben nicht auf die, was der jetzt für ein, ich bin kein Spezialist, aber jetzt zu sagen, der Mann ist der weiße Ritter, sicher nicht. Thomas, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ihnen, liebe Zuschauer, kann ich das Buch sehr empfehlen, ans Herz legen. Es ist unheimlich intensiv geschrieben. Es sind unheimlich viele Details in dem Buch. Es würde den Rahmen sprengen, das alles hier in diesem Interview zu besprechen. Deswegen, wenn Sie sich etwas Gutes antun wollen in Sachen Wissen, dann das Buch von Thomas Röper. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal. Ja, schauen Sie sich auch unser Magazin an, unser PI-Politik-Spezialmagazin. Danke Ihnen ganz herzlich und bis zum nächsten Mal.